Ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Resident Evil, wo für mich jetzt 2 Tage vergangen sind, wo ich das erste Mal dieses wirklich, wirklich gute Spiel aufgenommen habe. Und ich muss sagen, es hat mich sehr beschäftigt in den 2 Tagen. Und dann weiß man noch, dass das Spiel eigentlich viel richtig macht. Ich wollte gerade sagen, hat nicht irgendjemand geklopft im letzten Part? Also ich habe mich wirklich, es hat mich wirklich beschäftigt, weil ich einfach zu viele Fragen habe, die einfach noch nicht beantwortet sind. Und ich glaube, beim Rendern sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Zum Beispiel, das ist mir bei der Aufnahme nicht aufgefallen so richtig, ne? Wie zugetackert unsere Hand ist. Und auf jeden Fall, ich glaube, ich würde gerne... Ich würde gerne schon, komm, wir gönnen Ethan... Waren wir Ethan? Ich muss noch mal kurz einen kleinen Monolog halten. Ich bin sehr geizig in solchen Spielen mit vielen Sachen, weil ich solche Spiele... Ich hoffe, dass es noch diesen Standard hat von einem Resident Evil-Spiel, ne? Dass man etwas geizig sein muss mit den Sachen und nicht alles rausknallt. Das war auch nicht bei Silent Hill immer so. Ich versuche immer die beiden Spiele, ne? Tut mir leid, mein Herz hängt an Silent Hill. Ich weiß auch nicht eigentlich... ich hätte niemals gedacht, dass ich noch mal in einem Resident Evil-Spiel lande. Wirklich nicht. Aber Capcom, ne? Capcom macht mehr richtig als eine andere Firma. Haben wir uns diesen Tisch jemals angeguckt eigentlich? Auf jeden Fall. Ja, ich bin sehr geizig. Ich werde mit der Munition sehr geizig sein. Wenn ich kann, werde ich sie nicht unbedingt verschwenden. Also wenn es anders geht, versuche ich das anders. Was vielleicht auch bedeutet, dass wir es öfter mal laden müssen oder so. Ich versuche es einfach, nur so als Vorwarnung, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Ja, ich weiß, da klopft jemand, aber bevor wir zu dem klopfenden Wesen da gehen. Würde ich gerne noch mal was gucken gehen. Ich habe nämlich was... Machen Sie auf! Hey! Was? Hey, hier drüben! Hey! Hey! Wie machen Sie auf? Gerne! Machen Sie auf! Ja! Hey, hier drüben! Hey, Sie! Wartet, ich bin sofort bei euch. Machen Sie auf! Ah, der geht mir jetzt auf den Puffer. War das hier? Hey, hier drüben! Jetzt wird er aggressiv, der Typ. Hä? War das hier oder bei dem... Hey, bei dem anderen? Oh, tatsächlich. Ich wusste nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, welcher Lautsprecher es war. Ich habe beim Rendern, habe ich das gesehen. Und wollte gucken, ob ich mich, ob das... Weil beim... Ich habe hier nicht so lange hingeguckt und habe so einen Stummelpuschel da gesehen, deswegen... Ah, wir haben noch ein Kraut. Ich frage mich... Hey, Sie! Hey, machen Sie auf! Oh, ich sollte vielleicht nochmal die Kiste wegpacken, ne? Wir haben... Das ist auch so ein Ding bei Resident Evil. Hey, hier drüben! Dass wir nur einen begrenzten Platz haben in unserem Inventar. Ich komme gleich, warten Sie, wer auch immer Sie sind. Hey! Hey! Achso, hieß diese Kiste. Hey, so, ich würde gern... Hey. Pack das mal rüber. Hey, Sie. Ich überlege wegen dem Kraut. Ich meine, das Kraut bringt uns nur was, wenn wir Chemikalien haben. In dem Moment könnte uns dann das Kraut was bringen, ne? Hey, hier drüben. Hey. Ich bin mal kurz mutig. Hey, Sie. Bin mal kurz mutig. Hey. Hey, hier drüben. Gut. So, jetzt geht uns der Typ, wer auch immer ist, geht uns hier auf den Puffer. Jetzt würde ich nochmal gern speichern. So, neue Speicherdatei. Ja, danke, danke. So, und was mir auch aufgefallen ist, ich habe kein Wunder, dass ich die ganze Zeit an Silent Hill denken muss. Nicht nur, weil es Konkurrenzprodukte irgendwie waren, sondern der ganze Anfang ist wie Silent Hill 2. James ist damals auch nach Silent Hill gefahren, um Mary zu suchen, so wie Ethan Mia sucht. Und auch dieser weiße Van von dem Sewer Gate, das ist so ein Running Gag bei Silent Hill 2, weil überall so ein weißer Van. Ja, ich komme doch schon, ich will was reden. Ein weißer Van rumsteht. Es ist irgendwie... Das sind irgendwie Dinge, die fallen mir erst beim Rendern immer auf. Was ist er denn? Was ist das? Machen Sie auf!
Hey, hier drüben! Ist das ein Polizist? Hey. Leon, bist du's? Hey, Sie müssen mir helfen. Das ist ein Cop? Ganz ruhig, zurück. Der Cop. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ja. Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Mhm, ja. Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Ja, oh. Na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Ich zeig mal Emotionen. Sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Was? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Natürlich. Okay, ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Ja, Uwe. Sie haben wohl den Verstand verloren. Ja. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Zeig ihm doch genau. Deinen Arm. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Na, erst aber... Ein verdammtes Taschenmesser? Aber... Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Das ist besser als nichts, ne? Los, jetzt. Garage. Sofort. Wir haben ein Messer. Ein Messer. Ein Messer. Wir haben ein Messer. Danke, danke. Du Cop, der nicht Leon ist. Ja. Oh Gott, Leon wäre mir irgendwie... Irgendwie muss ich sagen, wäre mir Leon lieber. Mir wäre zwar noch lieber Chris Redfield, aber den haben wir hier wohl anscheinend gerade nicht hier. Wir haben ein Messer. Wir haben ein Messer. Und wir sollen uns mit ihm in der Garage treffen? Okay, aber wartet mal. Vorher möchte ich was tun. Ich habe da so ein paar Quellen, die daraus bestehen, dass ich Leute kenne, die dieses Spiel spielen. Ich bekomme übrigens noch die Kerze, diese Resident Evil 7 Kerze, die wohl nach Blut riecht. Ich bekomme sie noch. Danke, danke, Patrick. Vielen Dank dafür und vielen Dank. Ihr seht das nicht. Doch, seht ihr das? Doch, ihr seht das gerade, oder? Ich hoffe, ich nehme das mit auf. Ich hoffe. Irgendwie macht doch zurzeit, Resident Evil macht ein paar kleine Zicken. Das ist Mr. Everywhere. Das so heißt diese Wackelpuppe, ne? Ich hab noch im letzten Part gefragt, was es mit dieser Wackelpuppe auf sich hat. Da dieser letzte Part noch gar nicht erschienen ist, jetzt so für mich chronologisch zeitmäßig, das ist immer sehr paradox. Aber da wir schon Paarungschaft hatten, Errungenschaften hatten, habe ich mir das mal kurz bei Steam angeschaut und da stand auch, zerstören Sie so eine Puppe. Und dann war mir klar, dass es diese Puppe war. Und hier ist auch noch eine. Und wir haben... Oh nein! Spielt bitte nie mehrere Spiele auf einmal. Steuerung ist in so Long Dark ducken. Ich bin nicht bei... Resident Evil! Nicht Long Dark, scheiße. Okay, jetzt sind wir wenigstens nicht mehr verwundert bisher. Die leuchtet sogar dabei. Total krass, cool. Freut mich. Sehr schön. Ja, meine Quellen waren die Steam-Errungenschaften. Ist gut, ne? So, wollen wir nochmal speichern? Komm, ich speichere nochmal, bevor wir in die Garage gehen. Ich glaube kaum, dass wir uns in Ruhe in der Garage mit diesem Mann unterhalten können. Würde mich sehr, sehr wundern. Ich weiß nicht, habt ihr das? Eigentlich dürfte man das nicht sehen. Eigentlich habe ich das nicht eingestellt. Aber egal, wer weiß. Hier mag gerade zurzeit alles rum. Das ist gut. Wir gehen in die Garage. Oh, ich muss das sagen, ich bin wirklich... Ah, ja, 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 ja. Jawoll, so geht's. Wo war noch eine Kiste? Oh, ich weiß, wo noch eine Kiste ist. Oh Gott, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, Sie sollten eigentlich in die Garage gehen, aber... Ich jetzt schon mal ein Messer in der Hand habe... Ich will hier alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Kann ich das so kaputt machen? Anscheinend nicht. Wie komme ich denn an diese Kiste daran? Anscheinend nicht mit dem Taschenmesser. Das ist doch aber blöd. Wir müssen noch irgendwie... diese Kiste haben. Tja.
Tja, tja, tja. Ich krieg grad irgendwie. Ich denk grad, hier ist jemand. Das ist total schlimm. Dieses Spiel macht einen wirklich ein bisschen fertig. Ich hab gerade als Mann angefangen. Ist ja super. Was? Hey, Bro. Feel fresh, was? Nee, gar nicht. Ich fühle mich nicht fresh. So, ich gehe mal hinten raus. Dann sind wir gleich im Speicherraum. Kacke, ich dachte, wir kriegen die Kiste. Ach, und die Münze hier, die wir... wir haben noch da so eine Münze, wo ich noch gefragt habe, ob wir mit der irgendwas anfangen können. Was? Ethan? Ah. Ja, okay. Und ja, wenn man... Das ist, glaube ich... Ich glaube, die gehört zu diesem Vorbestellerbonus. Ich meine damit nämlich die hier. Wenn wir die ins Invent... Was? Nein, nicht... Dann sind wir strapazierfähiger. Das Ding ist, erstmal, Inventar ist begrenzt. Und das ist ein Vorteil, den man nur hat durch den Vorbestellerbonus. Also, nö. Ich will es mir nicht unglaublich mehr schwer machen, aber muss nicht sein. Muss nicht sein. Gut, habe ich irgendwas vergessen? Ich habe das Kraut noch geholt, was ich gesehen habe. Ich habe die Wackelpuppe kaputt gemacht. Ich habe die Kiste versucht, die wir nicht kriegen. Okay, 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 okay. Okay, jetzt müssen wir das bestimmt kaputt machen. Okay, jetzt müssen wir... Da steht unser Auto. Das ist unser Auto. Da bin ich mir sehr sicher. Das ist das Auto. Da steht er mit seinem Polizeiauto. Da oben ist Motorrad. Das sieht richtig gut aus. Da ist der Rest vom Motorrad. Ich halte das für nicht so eine gute Idee, hier reinzugehen, wenn ich ehrlich bin. Es tut mir wirklich leid. Ich bin einfach zu übervorsichtig. Aber man spielt auch nicht erst seit gestern solche Spiele. Ne? So, jetzt aber. La la la. Oh, komm, Ethan. Ich muss sagen, Ethan wirkt... Bis jetzt sind alle Charaktere so richtig gut. Die sind richtig gut, die Charaktere. Den nimmt man alles ab. Aber ich muss sagen, Ollis Amiga hat es auch schon bemerkt. Ethan ist so ein bisschen... Ja, ich suche meine Frau seit 3 Jahren. Und ich töte sie. Fast. Und... Ja, dann ist das halt so. Auch an der Stelle, wo sie sagt dann, um auf dem Dachboden, ich liebe dich. Da hätte doch was kommen können von Ethan. Nein, Ethan ist wie Heather von Silent Hill 3. Wirklich, ganz, ganz schlimm. Obwohl gerade das Gespräch hat mir gefallen mit dem Kopf. Oh Gott, ich... Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Das Stopp! Tor! Das Tor wieder! Was? Oh, oh. Was ist das? Das ist was? Scheiße, ich werde jeden Einzelnen von euch umlegen. Nein, 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 nein. Lass es. Krass, kann ich kein Auto fahren? Oh Gott, oh Gott. Ah! Ich kann Auto fahren! Ey, ey, was? Ach so, ich kann nur Auto rückwärts fahren. Ja, 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 ja! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab grad keine Ahnung, wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist der Schweinehund? Oh Gott, ich fahr auch übrigens privat so. Oh Mist! Hi! Na?
Ja, so fahre ich privat auch gerne. Was? Lass das doch! Ja, bei einer ganz tollen Fahrlehrerin, die war wirklich super. Was ist das denn für ein Scheiß? Hey! Beenden wir das, du und ich. Nein. Was? Ich kann nichts machen. Weil wir eine Spritztür machen. Nein! Nein, 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 ich habe irgendwie eine Pistole aufgehoben. Hey, Bay, was? Kann ich ausstecken? Ethan, Ethan, steig aus. Alter Schwede. Als ob der Tod ist, komm. Kannst du mir nicht erzählen. Wir haben eine Pistole übrigens aufgehoben. Möchtest du nochmal erwähnen? Da liegt der tote Polizist. Da liegt der... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Herr Baker, Sie brennen ein wenig. Oh Junge, schau, was du angestellt hast. Scheißkerl. Das ist nicht vorbei, weißt du? Lass mich los! Lass mich... Ach du Scheiße. Was passiert denn hier? Ich bin völlig hin. Was, was, was? Oh, ich hasse sowas. Was zum Henker war das gerade alles? Oh, yeah. Hier gibt es aber bestimmt noch... Kann sagen, wenn mich nur ein bisschen... Kann ich wieder rumgucken? Oh, ja, eine Chemikalie. Oh Gott, der Koffer steht nicht auf. Kombinieren. Ja, hier, mach. Kombinier. Komm ich wieder raus? Muss Ethan mal heilen. Zur Hölle. Wir haben eine Pistole. Das ist gut. Ich weiß immer noch nicht so recht, wie wir Waffen wechseln. Eigentlich möchte ich nicht. Das ist zwar nicht, wie war denn... Okay, ich würde gerne die Waffe wechseln. Gerade hat das... Egal. Das war mal unser Auto anscheinend. Das ist ja toll. Oh ja. Kann es sein? Wir haben eine Erste-Hilfe-Arznei aufgenommen, aber... Okay, wir können anscheinend wirklich nur drei. Jetzt mal ganz ehrlich, da ist es. Habe ich nicht? Ah, okay, ja, das Einfachste ist mir natürlich nicht entschuldigt. Entschuldigt, oh Gott, entschuldigt. Oh Gott, was war das denn? Wir sind mit Herrn Baker Auto gefahren. Hey! Das ist ein ganz toller Fahrlehrer, der Herr. Oh, oh, ja, ja. Oh, 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 oh. Oh Gott, was war das denn? Oh Mann, ey. Oh Mann. Es tut mir leid, aber du wolltest nicht hören. Obwohl, du wolltest, glaube ich, auch nur deine Arbeit machen, vielleicht? Ist denn auch irgendwas? Angst immer. Ich habe die ganze Zeit Angst, Sachen zu übersehen, ne? Wie das Kraut zum Beispiel. Es ist wirklich... Oh Gott, hier ist eine Leiter. Von wo sind wir denn? Von da sind wir reingekommen. Hier war das Tor und da müsste das Polizeiauto eigentlich stehen. Ich wette mit euch, wenn wir jetzt hochklettern, zieht uns der Baker wieder runter. Und ich hab noch nicht gespeichert. Oh Gott, bitte bleib liegen. Bleib. Hä? Ethan, guck mal hier. Ich wusste es. Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Nein! Scheiße! Sein Ernst? Ja? Du hast meine Aufmerksamkeit. Was ist denn hier los? Warum sind denn die Bakers so? Was ist denn mit dem passiert? Umbrella, was war das los? Oh Gott, ich wusste da aber... Oh, was ist denn da? Das ist für die... Das ist für die Tür. Was ist denn das da? Flintenmunition? Okay. Und Staubsauger? Okay, den nehme ich auch als Waffe. Gar kein Problem. Ich wusste, dass der uns runterholt. Habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit?
Und wir haben ein bisschen bei den Bäckern das Gefühl, dass die irgendwie uns wehtun wollen, aber irgendwie auch nicht. Das ist ganz, ganz seltsam. Was haben wir denn hier? Ach, das ist gar kein Pferd. Das ist was? Das ist ein Stier oder so? Ach so. Ach, ein Ochse, kein Stier. Eine Ochsenstatue. Puh, gut. Wir haben eine Ochsenstatue für die Tür. Was sind das für ein komisches Geräusch? Das hier. Diese. Wut, wut, wut. Ist hier irgendwas noch? Wo kommt? Kann ich einfach runterspringen? Gott, oh Gott. Wo sind wir denn jetzt? Ach, hier! Ach so! Naja, dann. Ach gut, die zählen oben als Slots. Das ist natürlich gut. Jetzt haben wir die Statue und wir haben Flintenmunition. Das ist gut. Sehr gut. Ich bin mal so frech. Und so könnte ich hier wieder rein. Und ich wette, Herr Baker ist weg, hä? Ach nee, da liegt er noch. Dann mach mal bitte die... Kann ich das wieder zumachen? Nee, leider nicht. Herr Baker liegt da noch. Meinte Lukas genau den Kopf? Ne? Also Herr Baker hat ja bei uns nicht weitergemacht im Gesicht mit dem Messer, weil Lukas auf einmal... Nee, weil auf einmal das Telefon hat geklingelt, ne? Und Lukas meinte, ist das schon wieder der Kopf? Und da habe ich ihn noch gefragt, welcher Kopf? Vielleicht war das der Kopf. Okay, die wissen aber... Jetzt kommt hier Musik. Die wissen aber, dass es hier vermisste Leute gibt. Das ist gut. Die Musik ist voll schön und ich sehe, dass der Part sein ist. Meine Güte. Was war das denn bitte? Was war das denn für eine Spritztour? Gott, ich habe die Hälfte nicht richtig mitgeschnitten, muss ich sagen. Das ist schrecklich bei so einem Erzählen. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Na dann, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Bis dann, tschüss.